Also grundsätzlich ist es so, dass Obligationen vernünftiger sind als Cash. Das ist der Normalfall. Ja. Also ich würde sagen, als Regel für einen Anleger ist ein Mix zwischen Obligationen und Aktien sehr sinnvoll, weil du dann weniger Schwankungen hast in deinem Vermögen. Und die Menschen haben wirklich ein großes Problem mit Schwankungen nach unten. Und die Obligationen sind in der Lage, das abzufedern. Wenn du Obligationen beigemischt hast in der letzten Zeit, dann ist es allerdings so, dass man immer weniger Rendite hatte über eine längerfristige Zeit gesehen, als wenn man in Aktien investiert hat. Aus diesem Grund gibt es einige Ökonomen, die sagen, alles in Aktien, oder auch das Blog, das du kennst von der Welt. Alles in Aktien ist wirklich etwas, das ich jetzt schon von mehreren professionellen Anlegern gehört habe. Heute sind die Zinsen so tief, dass sie eigentlich nur noch raufgehen können. Und das schadet den Obligationen massiv, weil du kannst bei den Obligationen eigentlich davon ausgehen, dass diese Ratings, die Kreditratings, zuverlässige Informationen geben über die Qualität der Anlage. Das ist ja bei Aktien ganz anders. Bei Obligationen hingegen, wo die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer ist, dass es zur Rückzahlung des Darlehens kommt, ist die Krediteinschätzung der großen Kreditratingagenturen in den meisten Fällen zuverlässig. Natürlich gab es Ausnahmen, der Kreditkrise etc. Aber gerade auch nach der Kreditkrise, als die Kreditratingagenturen vorsichtiger sein mussten, ist es nun so, dass man sich auf die AA Plus und so und B-Ratings verlassen kann. Und das bedeutet, dass du wie weißt, was das Ding wert ist und du das direkt mit der Rendite vergleichen kannst, die Obligation abwirft. Und wenn da nun die Zinsen steigen, heißt das, dass neue Obligationen in dieser Risikoklasse mit höheren Zinsen auf den Markt kommen. Und das führt sofort dazu, dass die alten Obligationen fallen müssen. Weil sonst würde man die, wenn die nicht fallen würde, würde man die sofort verkaufen und die neuen kaufen und hätte dann einen höheren Zinssatz. Das heißt, Obligationen sind wirklich direkt abhängig von der Zinslage. Und aus diesem Grund waren sie auch sensationelle Anlagen über die letzten 10 Jahre, weil die Zinsen sind immer gefallen. Das ist historisch ziemlich einmalig, wie stark die Zinsen gefallen sind, denn sie waren schon vor 10 Jahren nicht besonders. Ja, das ist fast eine fatalistische Annahme, wenn man sagt, es fällt noch weiter. Also das müsste dann Genau. einstellig in den negativen Bereich gehen, oder minus 1, minus 2, minus 3%. Und schon heute hat man große Probleme mit negativen Zinsen, weil es völlig falsche Anreize liefert. Und weil man sich bewusst ist, dass diese negativen Zinsen ein großes Problem sind auf volkswirtschaftlicher Ebene, dass sie zu völlig falschen Anreizen führen. Denke auch an die Staatsverschuldung, Uwe. Der Staat macht genau das Gleiche. Also wenn er davon ausgehen kann, dass die Schulden von alleine kleiner werden, dann kann er so viel Schulden machen, wie er will. Also dort hat es wirklich viele Bereiche, wo man der Meinung ist, dass diese negativen Zinsen volkswirtschaftlich schädlich sind und wieder zurückkommen sollen auf ein moderates positives Niveau. Ich muss einfache Beispiele nennen. Wenn du eine Obligation hast, die zu 10% rendiert, oder? Und die ist 100 wert heute. Und jetzt steigen die Zinsen auf 11%. Das heißt, du kannst genau die gleiche Obligation kaufen mit dem genau gleichen Risikoprofil, die macht aber 11% Rendite. Dann muss die alte Obligation fallen auf 90 Ja, oder 91. Also er muss um das ist klar. 10% fallen, weil Ja. von 10 auf 11% oder hast du 10% mehr Rendite. Das heißt, die alte Obligation muss um 10% an Wert verlieren. Wenn es eine beschränkte Laufzeit ist von 10 Jahren, dann ist es weniger schlimm.